So, heute ist der 15. Juni. Ich habe Geburtstag. Ich bin der Papa, ja? So, ich bereite jetzt gerade einen Smoothie zu. Und zwar habe ich mir so einen Mixer gekauft, habe ich mir mitbringen lassen von meinen Schwestern, als sie uns in Bali besucht haben, damit wir auf Reisen dann auch so unsere gesunden Säfte machen können. Und zwar hier. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das ist jetzt ein Mango-Banane-Drachenfrucht. Und ein bisschen Macker drin. Und jetzt wird er angemacht. Wie er schmeckt. Könnte aber ein bisschen mehr Wasser rein. Mehr Wasser noch reinmachen. Die Mama braucht jetzt schon ziemlich lang. Jetzt sagt, wir sollen hier warten. Und jetzt sehe ich, kommt sie endlich. Die haben schon meckerisch. Da kommt die Mama. Ah, oh, du hast aber ganz schön lang gebraucht. Die haben schon am Meckern die ganze Zeit. Ich muss nur noch das Geschenkpapier vorbereiten. Oh, wie süß. Ja. Ich habe noch die Tür offen. Pass mal zurück. Aber Jan, hopp, 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 hopp. Sieht aber lecker aus. Mein Geburtstagsbüffel. Ja. Voll süß. Dankeschön. Ich hätte noch gern so viel mehr gemacht, aber ich hatte irgendwie gar keine Zeit, das vorzubereiten. Wir sind immer zusammen. Nimm mal den Lia mit und beeil dich mal. Der Lia wird jetzt fest drauf. Ja. Ja, hatte. Hast du Video? Ja. Komm, mach mal die Tür zu und dann lass uns frühstücken. Mama ist back. Ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey, was ist denn? Und dieses leckere Frühstück habe ich bekommen. Und ein Fruitshake. Und ein Geschenk. Ja, du hast es ja schon entdeckt. Aber ich weiß trotzdem nicht, was drin war. Ich habe es gesehen. Na gut. Sah nur aus wie was zum Anziehen, eventuell. Eventuell. Soll ich mal reingucken? Ja, Geburtstagskind. Du musst aber auch das Geschenkpapier angucken. Okay, du musst das Geschenkpapier erstmal auspacken. Genau. So aufmachen. Zerrissen. Aufgerissen. Wow. Geschenk, cool. Oh, wie süß. Was steht da? Ach, da steht noch was. Boah, das ist ja voll schwer zu lesen. Ich liebe diesen Herz. Ja, da rechts unten steht noch ein Wort. Könnt ihr das lesen? Ich kann es nicht lesen. Wo, rechts unten? Ja, Mann. Das Graue fängt damit an. Dein großes D. Ach, da. Dich. Genau. Boah, ist aber mega schwer zu lesen. Auch voll süß. Dankeschön. Ich bin schon mal gespannt. Ich habe nur gesehen, dass es weiß ist. Cool. Damit das, weil das so schön dünn ist und luftig. Hatten wir nicht sowas überlegt zu kaufen oder wollten wir mal kaufen irgendwo? Ja, irgendwann mal haben wir darüber gesprochen. Aber wir haben es ja nicht gekauft. Nee. Okay, jetzt zieh ich gleich mal an. Ich hoffe, es passt. Gut. Nö, Geburtstagsstrip. Geburtstag. Sexy Man. Din, 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 din. So. Bisschen. Was ist das? Ich finde, sieht cool aus. Sehr luftig auf jeden Fall. Wie findest du es? Gut, ich habe es ja jetzt noch nicht im Spiegel gesehen, aber sonst vom Tragen her
cool. Kannst du auseinanderreißen, oder? Ich glaub schon. Der Liam isst schon mal das Geburtstagsfrühstück oder manch zumindest da oben. Also wir gehen heute auf jeden Fall Kaffee und Kuchen essen. Yeah. Im Earthtown. Und dann, ich hoffe, die haben Kerzen und dann musst du noch dir was wünschen. Okay. Wenn nicht, müssen wir uns doch Kerzen holen. Alles klar. Aber finde ich jetzt nicht so wichtig, dass wir unbedingt Kerzen holen. Wir chillen hier übrigens gerade in unserer Hotelanlage. Im Paradise. Guesthouse. Paradise. Paradise, genau. Du, was ist denn? Willst du ein bisschen Obst? In unser Chillersessel. Und so ist die Umgebung hier. Danke schön, Chad. Voll süß von dir. Ich finde das viel besser, als wenn du jetzt irgendwie mir 1000 Sachen geschenkt hättest. Aber, weil ich finde, das größte Geschenk ist eh die Weltreise mit dir zu machen. Es macht richtig Spaß. Und warum? Wenn es dann so Monster Sachen schenken, die wollen ja auch minimalistisch leben, es bringt ja nichts. Und dann lieber so ein cooles Frühstück und heute einen schönen Tag genießen mit dir. Da freue ich mich drauf. Schönen Kaffee, Kuchen essen. Ja, und ein leckeres Essen gehen. Yes. I love you. Ich liebe dich. What's her name? Ruby. Ruby, nice. Liam! Oh, you give a kissy. Kissy. Be careful, Liam. Careful. Oh, this is so cute. You guys sort it out. What time you close? 5. Thank you. Wow, she can walk. Yeah, he can crawl, he's not yes. far off. Yeah. He's not far off walking. I think Suni will walk because he's stand up on all the things. Yeah. Most time he want to walk. He's tall, huh? Yes, very tall, very big, strong. Yeah. Don't rearrange the shelves, please. They're all arranged. Yes, they're putting on the festival, like. Was ist denn das? So. Sandwich. Yes. Wir sind gerade im Earth Tone. Super lecker. Das ist ein kleiner Sandwich. Ja, also Stress ist halt eine ganz niedrige Frequenz und auf dieser Frequenz manifestieren sich halt, da manifestiert man auch. Aber da manifestieren sich eben Krankheiten. Und auch so mentale Krankheiten. Krebs oder so eine Sachen, das sind Sachen, die sich manifestieren, weil wir eben das verhindern können. Aber das heißt nicht, dass es nicht umkehrbar ist, dass es irreversibel ist, ja. Also auch Krebs und Leute sind noch Sachen, das kann man alles wieder umkehren, den Effekt, nämlich damit, dass man seine Frequenz anders schwingt. Und dann kann man sich eben beschäftigt mit Dingen, die einem gut tun. Mhm. Anstatt von einem nicht gut tun. Ne? Mhm. Hat er mich gebissen, das jetzt nicht jetzt, aber meine Brust tut jetzt seitdem weh. Heute Nacht hat er so drauf gebissen oder irgendwann. Ja, ja, und dann ist das so wie traumatisiert. Oh, das tut so weh, wenn er daran saugt gerade. Die wohnt hier, oder? Ja, die leben hier. Hi. Heute ist der 15. Juni und Benni hat heute Geburtstag. Und wir haben heute unseren zweiten Jahrestag. Also wir sind jetzt 2 Jahre zusammen. Und ich bin einfach so dankbar und froh, was wir hier gerade machen, die Weltreise. Wir genießen es. Wir lieben es hier in Asien. Die noch nicht in Asien waren, echt macht's, kommt hierher. Wir sind richtig hart am Arbeiten, dass wir unsere Videos so schnell wie möglich aktuell kriegen.
wir sind jetzt gerade hier in Thailand und es ist wundervoll einfach nur. Wir sind total happy. Wir sind jetzt ungefähr 4 Monate unterwegs am Reisen, auf Weltreise. Und wir haben lange noch nicht genug davon. Wir wollen mehr. Wir wollen jetzt neue Ideen entdecken, was unsere zukünftigen Jobs sein sollen, was wir machen wollen. Ja, der Plan ist jetzt nicht erstmal zurück nach Deutschland zu gehen, auf jeden Fall. Ja, wir haben ein Haus in Bali gemietet für ein Jahr. Das ist jetzt sozusagen unsere Base, von der wir aus immer jetzt reisen. Und da geht es jetzt auch bald wieder zurück. Und da freuen wir uns auch schon mega drauf. Dazu kommen natürlich auch noch Videos. Wir haben noch einige Videos in petto. Aber ich arbeite, wie gesagt, auf Hochtouren, damit das alles ganz schnell passiert. Der Benni unterstützt mich mega gut mit dem Liam. Der übernimmt immer ganz viele Parts. Ich schneide währenddessen die Videos. Und das klappt echt richtig gut. Trotzdem an uns weiterzuarbeiten, Selbstentwicklung zu machen, zu lesen. Yoga, Meditation ist momentan echt ein bisschen schwierig in unseren Alltag zu kreieren. Aber daran arbeiten wir auch, zumindest mit der Meditation. Es wird immer besser. Und Benni, Schatz, was ich dir noch sagen wollte. Ich bin einfach so glücklich, dass wir zusammengekommen sind und dass wir einfach so was Tolles erleben dürfen. Und ich wünsche dir alles, alles erdenklich Liebe auf der ganzen Welt. Und ich liebe dich, mein Schatz. Ich freue mich schon auf noch 100 mehr Jahre mit dir. Und dass wir einfach schön zusammen altern und einfach noch so viel erleben werden. Und noch ganz alt werden. Aber natürlich immer fit dabei bleiben. Klar. I love you. Nein. Vor 4 Tagen hatten wir unseren Hochzeitstag, unseren ersten Hochzeitstag. Wir haben jetzt nichts irgendwie Spezielles gemacht. Ich meine, wir machen ja schon so Hammer-Sachen. Wir sind auf Weltreise, hallo. Was will man mehr als Geschenk? Außerdem haben wir uns eh ständig zusammen. Aber ich muss echt sagen, es ist so faszinierend. Irgendwie gehen wir uns trotzdem nicht auf den Sack. Also ich bin einfach dafür unendlich dankbar. Und natürlich möchte ich auch noch allen Abonnenten von uns danken. Es ist so mega, dass wir schon über 300 Abonnenten bei YouTube haben. Das ist so cool. Wir springen jedes Mal im Zimmer herum, wenn wir sehen, oh, wie viele Leute unsere Videos angucken. Es macht total Spaß, die zu schneiden. Es macht total Spaß, die zu drehen. Und wir freuen uns einfach, wenn es gut ankommt. Und ja, wenn ihr mit uns reisen könnt, uns Ideen gibt, Kreativität und Inspiration, und wir freuen uns über jeden Tipp und Motivation und alles. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns gucken, und wir freuen uns super doll, wenn ihr die natürlich weiterteilt und anderen erzählt, was wir so machen. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich wünsche mir noch 100 Jahrestage mit dir und 100 Hochzeitstage. Vielen, vielen Dank, Schatz, dass du mit mir so frei bist und sowas Geniales machst.